Ich hoffe, ihr seid noch nicht zu sehr am Weihnachtsstress, sodass ihr euch das Video heute noch angucken könnt, denn ich habe wieder ganz schöne Sachen für euch zusammengetragen, die ich euch heute jetzt schenken möchte. Dazu gehört, wie ihr gerade eben auf dem Zettel vielleicht schon lesen konntet, die amerikanische Band The Neighborhood. The Neighborhood bezeichnen sich, zumindest bezeichnet Wikipedia sie, als Alternative Rock Band aus den USA. Ich würde sie eher so bei Alternative Pop einordnen, aber das ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Also für Leute, die gerne One Republic oder Maroon 5 hören, die sind da auch auf jeden Fall sehr gut mit bedient. Und zwar habe ich von der Band heute für euch das Album Wiped Out. Das ist das neue Album von denen. Das ist noch gar nicht so lange draußen. Ende Oktober ist das gerade erst auf den Markt gekommen. Und das könnt ihr gewinnen. Dreimal. Und weil die Band... Die Überleitung wird jetzt schlecht, aber ich versuche es trotzdem. Die Band ist für ihre Schwarz-Weiß-Bilder und Schwarz-Weiß-Videos sehr bekannt. Also wie ihr seht, das ist hier auch alles nur Black and White. Und ich habe hier noch so ein paar andere Sachen, die ich gerne verlosen wollte. Und zwar habe ich hier ein Buch. Das ist auch ganz schön schwarz. Seht ihr? Sogar mit schwarzem Papierschnitt. Das hat aber nichts damit mit dem Inhalt zu tun. In dem Sinne, also es ist nicht irgendwie so Gothic oder was weiß ich was, sondern es hat was mit der Nacht zu tun, denn da geht es um DJ Culture. Also DJ Culture von Ulf Poschardt. Für all euch angehende DJs da draußen, die gerne mit elektronischer Musik herumexperimentieren oder überhaupt auf den Partys gerne mal auflegen, für die ist das hier ganz cool. Da geht es hier wirklich einmal rauf und runter, wie ist DJing überhaupt entstanden, selbst mit den unterschiedlichen Musikrichtungen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also ihr könnt entweder das Buch gewinnen oder eine von den CDs von The Neighborhood. Und dafür müsst ihr mir einfach nur schreiben, was haltet ihr eigentlich von diesen Weihnachtspullis, diesen Christmas Sweater? Ich habe heute schon mal, man sieht das nicht, ich habe eine Katze heute an, sie glitzert. Das ist so meine Art vom Ugly Christmas Sweater. Erzählt mir mal, was ihr davon haltet. Hier unten in den Kommentaren oder eben, je nachdem, wo ihr das gerade guckt, bei Facebook, bei Instagram oder bei Google+. Und nicht vergessen, um mitzumachen, Kanal abonnieren, Video liken und ja, dann eben die Frage beantworten, die ihr gerade gehört habt. Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Ach ja, und vielleicht schreibt ihr mir noch dazu, ob ihr das Buch oder die CD lieber gewinnen wollt. Es ist ja nicht jeder DJ von euch unter euch, denke ich. Ne? Ich stürze mich jetzt in die Weihnachtsshopperei. Macht's gut, bis morgen!